Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Jo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wieder zurückgefunden habt oder vielleicht auch neu einschaltet. Wir sind ja gerade auch erst am Anfang und was steht an? Was steht an? Wir gucken als erstes einfach mal in die Quests. Vor dem Sturm, sprich mit dem Jarl von Weißlauf, verschiedenes, da haben wir nichts. Es ist gut, dann geht's jetzt auf nach Weißlauf. Oder gibt es hier im Flusswald noch mehr Quests zu holen? Wir können uns ja nochmal umgucken. Wir haben jetzt noch nicht so alles gesehen. Ist abgeschlossen. Okay, wie spät ist denn das? Was sagt der Wecker? Ja, natürlich geht in den Feierabend. Gut, dann warten wir so lange. Wieso schließen die alle hier nachts ihre Häuser ab? Ich meine, das sind Strohdachhütten. Verstehst du? Da nimmst du ein Strohbündel raus und steigst durchs Dach ein. Ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung, ob da vielleicht doch irgendwie Holz drunter ist, wo das aufgepackt ist. Ich habe keine Ahnung, aber ist immer noch abgeschlossen. Na gut, dann soll das wohl so bleiben. Ich möchte auch noch nicht in Häuser einbrechen, weil das gehört sich noch nicht. Und hier? Was ist hier? Ist auch abgeschlossen. Was geht denn mit euch ab? Seid ihr denn alle wahnsinnig geworden? Wo geht's denn dorthin? ja. Und ihr seht irgendwie verschwommen aus. Was ist los mit euch? Kann ich sagen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Eben hat er uns doch angelallt. Verrückt. Ha. Das werde ich demnächst auch mal machen. Betrunkene Let's Plays. Alles zu richtig. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Das Bier ist schlecht. Habt ihr mich gehört? Habt ihr Quest? Ja, das Bier ihr seid schlecht. Dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Habt ihr das Gericht gehört? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Ja. Finde ich auch irgendwie ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur wir dafür, haben dass Zimmer ihr und Essen. Bekommt. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Hier. Seht euch das an. Ja. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay. Töte den Banditenanführer in Redurans Zuflucht. Bis zum nächsten Mal. Das machen wir. Weißt du was? Das machen wir. Wo auch immer das ist. Wir haben die Quest gar nicht bekommen. Oder müssen wir vielleicht vorher... Manchmal musste ja auch Objekte... Ich denke mal, das wird unter Bücher sein, ne? Kopfgeld hier. Kopfgeld im Namen von Balg, ruft der Ältere an alle fähigen Männer und Frauen von Weißlauf, die Banditen in Redurans Zuflucht belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Proventus Avenici. Aber jetzt Redurans Zuflucht zu finden, ist so klar. Du könntest jetzt sagen, hey, ich habe zwar hinter mir auch eine Skyrim-Karte hängen, aber da sind ja nicht die ganzen Ortschaften aufgezeichnet. Achso, hier. Oh, verschiedenes, genau. Töte den... Ja, das machen wir. Und dann nehmen wir nämlich die hier nochmal wieder raus. Gut, das sieht ja fast... Wir können nochmal auf die Karte gucken. Warte mal. Karte... Wo ist denn das? Oh, hier ist Weißlauf. Oh, das ist aber... Nee, da kommen wir erst am Weißlauf vorbei, ne? Theoretisch wäre es da besser... Nee, pass auf, dann machen wir das später. Weil es wäre sonst schwachsinnig, weißt du? Wenn wir da eh vorbeikommen und... Nee, so ganz un...
und neben gerade am Anfang irgendwo, das können wir später machen, wenn wir vielleicht irgendwo eher Stufe 10 oder sowas haben, dann geht das schon eher, dann hast du auch eher die andere Ausrüstung und dann passt das schon, aber gerade jetzt so am Anfang ist das halt noch alles sehr, sehr, ja, langwierig halt, sag ich mal, wie jedes RPG. So, ich wollte ja nochmal was testen. Hier Magie und Schreie. Können wir natürlich nicht, weil wir dazu ja, glaube ich, auch eine Drachenseele brauchen. Wir können die zwar lernen, aber wir brauchen eine Drachenseele, um die freizuschalten, die Schreie. War irgendwie so. Ich erinnere mich noch dunkel. Oh, wenn du da reinfällst, ne? Kann ich dir sagen, was ist? Du bist denn nass. Wow! Ja, leck mich, du am Arsch. Das ging. Das tut mir leid, Wölfi. Du hast angefangen. Ja, dann bist du nass, wenn du reinfällst. Und wenn du nass bist, ist nicht so schön, wenn du dann kein Feuer hast oder sowas, ne? Oder keine Wechselklamotten, dann. Ja. Fröstelst dich, ne? Gerade so, wenn hier auch eine steife Brise weht, eine steife Brise. Und wie hier oben sagen, ja, ne, was denn in Bayern ist, irgendwo, ja, hier Sturmwarnung, das gilt hierdurch als ein bisschen Wind. Das ist tatsächlich so. So, dann hast du die Sturmwarnung und dann hängst du hier, wartest auf den Sturm, freust dich vielleicht auch ein bisschen, weil du halt so ein Wetter magst und dann ist das einfach nur totaler Käse, ein bisschen Wind. Das geht hier ab. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Okay. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Schließt sich den Aufstand der Sturmmäntel an. Nein. Wollen wir nicht, wir bleiben kaiserliche. Angelegenheiten. Geht weiter. Haben wir jetzt im Endeffekt doch noch die Wahl? Achso, denn ist das hier, der hier ist denn ein Sturmmantel? Alles klar. Achso, ja, okay. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Also haben wir im Nachhinein trotzdem noch die Wahl, egal wie wir uns am Anfang entschieden haben, Sturmmantel oder kaiserlicher zu werden. Aber ich denke, wir werden kaiserlicher. Wieso muss es denn jetzt regnen? Hallo, ich möchte den schönen Wetterschrei. So, was ist hier? Puff und Rudelbums. Honigbräu, Honigbrauerei. Nee, Honigbräubrauerei. Mann, Honigbräubrauerei. Wie denkt sich denn sowas aus? Ein Schluck Kaffee. Hm, ja, ist gut ein wenig kalt, aber okay. Hallo, hast du Quest? Willkommen. Ich bin der Besitzer der Honigbräubrauerei. Das haben wir inzwischen auch rausgefunden. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet. Nicht dieser Mist vom gut golden Glanz. Gut, gibt's hier noch tolle Bücher? Irgendwie etwas, das uns noch... irgendwie, was ist das denn? Ach, Teller. Vorsichtig! Womit denn? Achso, Verzeihung. Ja, Entschuldigung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in Häusern die Framerate droppt, ne? Kann das sein? So ein bisschen? Liegt vielleicht auch am Regen, aber hier draußen geht's. Eigentlich, finde ich. Hat der Schoft versucht zu fliehen? Steckt ihn doch gleich ab. Was ist das? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Bei den Göttern! Sturm und Donner soll auf dich niederhageln! Ist doch Schnee, ja, Schnee gibt's, aber kein Hagel. Ich glaube, dort oben sind die Graubärte, ne? Potzblitz! Irgendwo gab es hier noch was, genau. Das hier war das eigentlich, wo ich... Naja, das hat sich erledigt. Ja. Das haben wir nicht euch zu verdanken. Nee, das tut mir leid. Das ganz sicher nicht.
Schildbrüdern hier. Mein Controller ist gerade am Dauer vibrieren. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ihr seid nicht von hier, was? Ah, ah. Noch nie von den Gefährten gehört? Ah, ah. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Aha. Ja, kann man bei euch mitmachen. Das entscheide nicht ich. Nicht? Ihr müsst mit Kräuter und Weißmähne oben in Yorbasa gehen. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Ja. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Aha. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ihr wisst es doch nicht, ich weiß es auch noch nicht, aber wir sind das Drachenblut. Der Dragonborn. So, mal gucken, was hat er hier? Na, durchsuchen. Die haben hier wahrscheinlich hier komplett ausgerottet, die Schweine. Die Schweine. So, gibt's hier noch irgendwas außer Gemüse oder sowas? Gemüse. Ich will Schnitzel. Stelle von Weißlauf entdeckt. Yay! Hui! Ja, wenn er rennt, springt er nicht. Ich vergaß. Warum auch immer. Ja, es ist Wasser. Ja. Standesbrief der Welt abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Pff, ist ein Schwachsinn. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Redekunst. Entdeckt White Run, ja, wieso das teilweise, wieso das hier so eine, ist der Originaltitel halt, White Run ist ja der Originaltitel, aber wieso das so eine denglische Übersetzung ist, weiß ich nicht. Jetzt hier Weißlauf entdeckt, naja. Gucken wir mal, warte mal, wir haben eine neue Stufe, warte mal. Magikam könnte ja eventuell, ja, nee, wir machen erstmal die Gesundheit. Ja. Und dann mal gucken, so langsam können wir auch Redekunst, bla, Schloss knacken, schleichen, Leichtrüstung, Schießkunst, einhändig, hier, ja, das ist doch, was ist das hier? Doppelwirbel, Angriffe mit zwei Waffen sind 20% schneller erfordert, 30, wir haben gerade nur 28, was ist das hier? Kampfhaltung, mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Künftig müssen wir alles machen, wenn wir nachher hier oben hin wollen. Irgendwo. Ein mächtiger Angriff nach hinten hat eine Chance von 25% das Ziel zu leben. Jo, was war denn das? Schmiedekunst. Ja, schmieden können wir eigentlich auch irgendwann mal so langsam unser Schwert. Oder vielleicht erstmal eine bessere Waffe oder sowas. Oder vielleicht erst auch mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeug bei uns, das können wir ja auch verkaufen. Zerstörung, Beschwörung, Illusion, Alchemie, Redekunst, jo, keine Ahnung. Wir zahlen jeden Preis, aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schlüpft ihr euren dickköpfigen Stolz hinunter und bittet Georg und Hilfe? Wir machen das. Dann verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmangel. Außerdem würden die Graubäden niemals Stahl für die Armee herstellen. Ich nehme den Weil den wachsen Oberschenkel aus den Schultern. Alter. Hallo, wir machen das. Ich habe hier einige gute Stücke. Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir ein Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Klar, kein Ding. War das hier, Schmiede? Ich weiß es nicht. Eisendolch, warte mal. Eisendolch.
Jetzt kam Facebook-Nachricht. Wieso hat Facebook am Computer noch offen? Naja. Ja, und jetzt? Ich sage nicht, er ist nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ja. Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. So, Moment, ich muss ihn gucken. Weil muss das ja. Das tut mir leid, dass ich jetzt nebenbei noch diese Nachricht lesen muss. Aber okay. Okay, hat sich schon erledigt. Dann gehe ich mal. Ja, tschüss. Schleifen. Den Dolch. Ja. Und herstellen. Ja. Wir haben den Dolch fertig. Das sieht gut aus. Danke. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten. Ihr wollt mir weiterhelfen? Ja. Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas weniger aufgestellt zu werden. Klar, kein Ding. Leder, wie viel? Jo, ist egal hier. So, Leder, wir machen. So, gut, zwei. Bringe das Leder zu Ariana ab. Ihr denkt, dass alt. Ah, gut. Bei vielen Waffen wird Leder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Dankeschön. Vergesst nicht auf Grimm. Das steht zwar jetzt nicht irgendwie erhalten, aber okay. Rüstung. War das nicht hier? Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied im Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt mir. Eisenstufe, kaiserliche Leichtstufe. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Das will ich denn hier herstellen? Pelz? Okay. Ach ja, da war ja nur Verbesserung, ne? An dem Tisch war ja nur verbessert. Ja. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder zu dem Arbeitstisch dort drüben. Alles klar. Also. Ja, von denen haben wir Kopfgeld bekommen. Ich helfe meinem Vater. Ihr habt Talent. Wissen wir. Nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Dankeschön. Behaltet doch den Dolch. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmieden Stahl macht. Abgeschlossen. Ja, okay, nö. Dann geht mal. Ja, tschüss. Dann öffnen wir mal die olle Kriegsjungfer, wa? Willkommen. Moin, Herr Ulfbert. Große Waffen, Streitkolben, die besten Waffen. Jo, wir wollen eigentlich eher verkaufen. So, das hier, komm, weg. Weg. Den Eisenbarren, ja, komm, weg. Den Eisendolch ebenso. Den Eisenfall, ja, komm, auch weg. Auch wir haben gar keinen Wert. Auch kein Gewicht, aber ist egal, weg. Die kaiserliche leichte Rüstung, das hier auch. Ja, das, komm, weg. Weg. Oh ja, flinke Finger hier. Oh. Ne, die legen wir nachher an. Ups. Auch wenn wir jetzt erstmal Stahlkriegshammer hier kommen. Weg. Stahl 200 Himmelsschmiede, auch weg. So, ansonsten haben wir dann ja alles verkauft jetzt, ne? Was wir nicht brauchen. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Dankeschön. Mit dir auch? Ja, wunderbar. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob der überhaupt Gold hat, ne? Doof. Achso, diese Dinger will ich ja gar nicht ankaufen. Wie sieht aus? Warte mal. Werft einen Blick darauf. Ach, der hat genug Gold. Ja, dann ist das kein Ding. Ja, mal gucken, was hat er hier vielleicht für Waffen? Bis zum nächsten Mal.
der nicht auch noch irgendwie eine Quest Adrian oder so? Avenicki fertigt die meisten unserer Waffen an. Meine Frau ist ein. Ach, das wird Avenicki gesprochen. Ich habe das ganze Avenicci gesprochen. Avenicki. Aber ein Doppel-C wird doch Avenicci gesprochen, nicht Avenicki. Schlüssel erforderlich. Riesenhain. Ich finde, das ist das beschissenste Haus, was man sich kaufen kann. Also man kann ja sich hier auch Häuser kaufen und ich finde, das ist wirklich das beschissenste Haus. Was du wirklich irgendwie zulegen kannst. Das ist einfach klein und... Ja, klein. Gab's hier noch... Ah, genau hier. Dunkle Jägers, ne? Das tut mir leid. Ich habe den Bogen runtergeworfen. Ah, hallo, mein Nordfreund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Stadt. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Ja. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Alles klar. Was hast du irgendwie? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Jagen Elfen? Dunkel als auch hoch. Gut, was hat er denn hier? Oh, die Dietrich, den könnten wir ruhig mal mitnehmen. Ansonsten, komm, Jessica. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Hallo, wer bist du? Alfred Kampfgeborener. Alfred? Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Nee. Geld, ihr Dummkopf. Was sonst? So. An allem ist das Geld schuld. Ja. Die Graumänen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Nee, hat er recht. Im Gegensatz zu ihnen oft ist Geld das Problem an vielen Streitigkeiten. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettlerlumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Ne? Okay. Ja, ist erstmal egal. Passt euch auf da draußen. Oh, jetzt Kuchen. Gut, dann können wir... Was bist du denn? Dunkelelfe, ne? Länge und Schatten, Stille und Tod. Wer bist du? Achso, ihr seid angeheuert. Sind mir gänzlich unbekannt. Wenn ihr meinen Sold bezahlt, werden wir gemeinsam... Mit den Dunkelelfen lassen wir uns erstmal nicht ein. Der Tod ist meine Kunst. Ja, ja, ich künstle dir auch gleich mal was ins Gesicht. Mein Schwert. Oh, du trägst aber schwer, Sigurd. Du trägst auch komisch. Dir fällt ja gleich was runter. Kommt doch mal im Veletor, das fällt gleich. Das fällt dir da gleich runter. Ist ja nicht mein Problem. Langsam nervt das Gewitter, ne? Also, das ist jetzt langsam nicht so. Veletors Gemischtwaren. Gemischt waren, ich mag gemischt waren. Sag Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, wie funktioniert das mit den Bühnchen und den Blümchen? Kannst du mir das vielleicht mal verklickern? Was ist das hier? Erlesener Geschmack. Alles steht zum Verkauf. Alles. Ja. Ich würde euch Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Hört sich hier? Jetzt irgendwie nichts Gutes, das wir brauchen können. Oh, warte, hier ein Dietrich. 7 Stück. Nehmen wir erstmal mit. Alle 7. Ich finde, Dietrich kannst du eigentlich am Anfang nie genug haben, weil die Teile auch laufend abbrechen. Kartoffel. Brauchen wir eine Kartoffel? Nö. Achso, ja, hier Ring des Schreckens. Aber die können wir uns nicht. Doch, den können wir uns leisten. Den nicht. Wir haben 1996 Gold.